Rose ist 25 und hat gerade ein eigenes Label für Kindermoden gegründet. Die hast du es vergeigt. So, Achtung. Was du da machst, tut sehr gut. Oh, schon fertig. Sollte jetzt eigentlich gehen. Okay. Sag mal, wann hast du das letzte Mal Sex gehabt? Wir wissen, wie du bist, wenn du verliebt bist. Weil du immer in der Friendzone landest. Sally. War schön. Fand ich auch. Was ist denn das, diese... Sag du. Die Friendzone ist der Bereich, in dem es keine Zweideutigkeiten gibt. Kein Knistern, keine Verführung. Du wirst nicht als potenzieller Liebhaber, sondern nur als guter Freund gesehen. So was. Na super, ich ende allein und mit Katze. Das ist Quatsch jetzt. Uns drei gibt's auch noch. Wir biegen das hin. So wird sie den guten Freund vergessen und wir machen in der Zwischenzeit einen Mann aus dir. Jetzt den Solar Plexus raus. Und wieder tippen. Weiter! Aber nicht mehr als guter Freund, sondern als Feldherr. Ich fall immer wieder drauf rein. Roses. Lass mich bitte allein. Willst du eine zweite Chance bei Rose oder nicht? Ohne Fleiß kein Preis. Ja, so langsam hast du's. Mein Date um 17 Uhr. Nein, das ist zu früh. Nicht zusagen. Was? Wieso? Wahrscheinlich hat sie später keine Zeit. Aber bist du bescheuert, Mann? Hör auf sie. Man schiebt doch keine Nummer zur Teestunde. Was glaubst du denn? Nimm mir ein paar Kekse mit, du Clown.